In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Bevor der Vlog jetzt anfängt, wollte ich euch kurz ein Produkt vorstellen. Ihr wisst, ich bin schwanger. Ich habe momentan richtig viel Haarausfall. Und ich habe letztens meine Frauenärztin gefragt, was man dagegen nehmen könnte. Sie meinte Zink. Und ich bin jetzt auf ein Produkt gestoßen. Vielleicht kennen das auch einige von euch. Und zwar sind das die Beauty Hair Bunnies. Was ist das? Das sind vegane Drops. Das sind so Häschen. Ich zeige euch die mal. Die schmecken auch super lecker. Und die Farbe ist total schön. So sieht ein Häschen aus. Das muss man zweimal täglich einnehmen. Und ja, die sind auf jeden Fall vegan. Also da ist keine Gelatine drin. Und zwar ist da Pektin drin statt Gelatine. Genau, das kann auch jeder von euch einnehmen. Ab dem 12. Lebensjahr. Da sind auf jeden Fall Haarvitamine enthalten, die die Haare stärken und viel prachtvoller zeigen. Ich habe die jetzt, ich nehme die jetzt seit 3 Tagen und man sieht, glaube ich, auch einen Unterschied, oder? Meine sahen ja voll kaputt und zerzaust aus. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und erzählen, wie das ist. Ich habe jetzt hier 2 Packungen. Eine Packung reicht für einen Monat. Da sind 60 Kautabletten drin. Ja, und täglich muss man, wie gesagt, 2 Stück nehmen. Nebenbei kriegt man auch dadurch ein verbessertes Hautbild und auch stärkere Nägel. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist nur gut für die Haare, aber fürs Hautbild und für die Nägel ist das auch gut. Das steht sogar hier. Ich zeige euch das mal kurz, die Verpackung. So. Wenn ihr Fragen zu dem Produkt habt, ich verlinke euch die Seite unten. Und ich habe auch einen 20% Gutschein für euch. Den könnt ihr auch jederzeit einlösen. Der steht auch unten in der Infobox. Und ich will jetzt noch mal ganz kurz auf wichtige Details eingehen. Moment. So, auf jeden Fall ist das Produkt vegan. Enthält kein Gluten oder kein Soja. Es gibt ja Menschen, die vertragen kein Soja oder kein Gluten, deswegen finde ich das auch sehr wichtig zu wissen. Und für die Vegetarier und Veganer ist das natürlich perfekt. Da sind nämlich keine tierischen Produkte mit enthalten. So, ihr werdet jetzt bestimmt sagen, wenn ich diese Häschen zu mir einnehme, kriege ich dann überall Haare an den Beinen, an den Achseln und sonst was? Nein. Also da sind keine Hormone drin enthalten. Das heißt, das fördert nur den Haarwachstum, verschönert das Hautbild und verstärkt die Nägel. Was ich auch dazu sagen möchte, diese Haarbunnies dürfen natürlich auch Männer nehmen. Ich wollte auch, dass Audel das jetzt ausprobiert, weil Audel hat auch starken Haarausfall. Also wenn er duscht, dann fallen bei dem Haare aus wie keine Ahnung was. Deswegen wollte ich, dass er dieses hier jetzt für einen Monat benutzt und ich das hier. Und danach werde ich euch auf jeden Fall in den Vlogs berichten, wie uns das geholfen hat. Also ich merke schon, meine Haare sind viel weicher geworden und auch kräftiger, habe ich das Gefühl. Also ihr wisst ja, ne, wie die aussahen in dem letzten Vlog. Und jetzt bin ich eigentlich total zufrieden. Nur ich wollte die trotzdem schneiden lassen, weil diese Farbe hier unten gefällt mir nicht mehr so ganz. Mal schauen. Was sagt ihr? Soll ich die lieber so lang lassen oder soll ich die lieber ein bisschen kürzen? Sonst nehme ich die Beauty Bunnies nicht zugleich zu mir. Also ich nehme eins morgens und eins abends. Und die schmecken bärig süß. Also die schmecken super lecker. Als ich die Packung aufgemacht habe, war hier eine Folie drauf. Und man konnte schon aus der Folie raus diesen bärigen Geruch riechen. Das riecht auch nicht nach Chemie. Das riecht wirklich nach Gummibärchen. Und die Farbe ist ein Traum. Ich liebe ja die Farbe Türkis. Und ja. Lecker, lecker. Ab dem 12. Lebensjahr, wie gesagt. Und wenn ihr Interesse habt oder Fragen habt, dann könnt ihr das unten in die Infobox reinschreiben. Ich beantworte die gerne. Aber ich verlinke euch trotzdem nochmal den Link unten in der Infobox. So, genau. Und jetzt wollte ich eigentlich mit Lina raus. Sie isst jetzt noch ihren Stangeneis. Wir haben auch erst 11 Uhr, aber sie hat gefrühstückt und so. Deswegen geht das klar. Ja, ich bin mal gespannt, was wir heute machen. Heute ist es übrigens kälter. Wir haben heute nur 23 Grad und das ist perfekt so. Da muss man nicht durchsitzen. Ich kann einfach hoch. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt
fertig gemacht, also angezogen. Dann hat auch dann angerufen, dass er nach Hause kommt. Ich muss jetzt schnell kochen. Ich wollte ehrlich gesagt einen Bohneneintopf machen mit Reis. Ich muss auch jetzt direkt anfangen. Und wir essen seit neuestem türkischen Reis, also nicht mehr Basmati-Reis. Das sättigt mehr und ich finde ehrlich gesagt, das schmeckt mir auch mehr als wieder Basmati-Reis. Mordor hat jetzt wieder angerufen. Ich soll nichts kochen. Der bringt jetzt was vom Chinesen mit. Obwohl ich gerade die Bohnen und sowas geholt habe, aber... Ja, ich hoffe, wir können dann mit Lena und Audel zusammen raus, weil Lena ist natürlich jetzt die ganze Zeit raus, ne? Jetzt ist sie natürlich aggressiv, dass ich jetzt doch nicht mit ihr rausgehe. Ja, ich melde mich auf jeden Fall gleich bei euch nochmal. Guten Morgen, ihr Lieben! Ja, heute vloggen wir wieder mal. Endlich habe ich das Video gedreht, wie die Kleine heißen wird und kann jetzt endlich immer wieder mit dem Namen hier reden. Voll viele wollten ja ein Video haben, wo ich auch erzähle, welche 10 oder 9 anderen Namen es nicht geworden sind. Es sind jetzt keine 10 Namen geworden, sondern 9. Ich wollte jetzt keinen Scheiß labern, also nicht lügen. Das waren wirklich die Namen, die wir im Kopf hatten. Und wir sind auch froh, dass wir sie jetzt Lia nennen und komischerweise... Und was heißt komischerweise? Ich fand es krass, dass Tarkan die Tochter auch so genannt hat. Ja, jetzt macht das natürlich voll die Runde, ne? Das wird bestimmt dieses Jahr öfters in Frage kommen, dieser Name. Aber ich habe ein reines Gewissen, dass ich mein Kind schon seit 2015, mein zweites Kind, so nennen möchte. Also unser Kind. Genau. Was denn, Schatz? Hallo. Ja, wir gehen jetzt gleich. Ja, wir haben heute einen Termin für von Audet. Wegen seinen Schuhsohlen. Ich muss auf jeden Fall hier diese Rezepte mitnehmen. Ja. Und sonst nicht mehr. Was denn annehmen? Was willst du? Ja, und sonst gibt es eigentlich nichts. Audrat heute. Also ist heute zu Hause. Gibst du mir das bitte? Heute gibt es bei uns übrigens türkischen Reis. Ich werde euch auch zeigen, wie ich den mache. Ich habe den. Soll ich euch ehrlich sein? Ich habe den türkischen Reis gestern das erste Mal in meinem Leben selber gemacht, weil wir eigentlich immer nur den Basmati-Reis essen. Und der hat, und der hat so lecker geschmeckt, Leute. Aber der mag eigentlich den türkischen Reis nicht, der mag nur Basmati-Reis. Und der ist nachts nach Hause gekommen und hat den Reis gegessen. Und ich meinte gestern zu ihm, was soll ich morgen kochen? Und er meinte, dein Reis hat voll gut geschmeckt. Dann dachte ich mir, okay, dann machen wir das mit Hähnchen und Kartoffeln. Komm Schatz, ziehen wir dich an, dann gehen wir gleich. Ja, jetzt ist auch bei der Werkstatt. Unser Motor wird komplett gewechselt. Wir haben jetzt ein Auto für 600 Euro gekauft. Und der Mechaniker wird dann das Motor von dem in unser Auto packen. Der ist auch 20.000 km weniger gefahren. Und Lina ist die ganze Zeit am Singen. So ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht, aber meinte, wir gehen kurz mit dem Freund einkaufen. Mamas Auto ist ein bisschen kaputt, also die Kupplung, irgendwas mit der Kupplung und Audet will nicht, dass das in seiner Hand platzt oder so. Deswegen wollen wir nicht mehr damit so oft fahren. Eigentlich wollten wir damit kurz einkaufen fahren, aber der Freund hat jetzt angeboten, dass der uns kurz fährt. Der hat eh nichts zu tun. Ja, der stand auch in letzter Zeit sehr oft, der war ja auch Sonntag da und der hat uns sehr oft geholfen diese Woche. So, ich mach's gleich. Ja, geh schon. Ja, ich melde mich gleich bei euch. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren einkaufen, dann waren wir bei dem Gesundheitszentrum wegen Audas Einlagen. Die haben wir jetzt auch bestellt. Das ist zu klein. Jetzt kochen wir. Also, Auda kocht. Was ist das? Kartoffeln mit Hähnchen. So eine Suppe. Und ich habe hier den Reis rausgeholt. Ich zeige es mal kurz. Moment. Da ist jetzt Kurkuma drin. Und Kurkuma ist sehr richtig gesund. Aber die Farbe ist, geht nicht mehr ab, ne? Das war doch das. Wasser. Die Farbe geht nicht ab, wenn das irgendwo dran kommt. Das ist Kurkuma, Schatz, nicht Curry. Ja, und Lina schläft. Sie ist in der Bahn eingeschlafen.
Aber ich denke mal, sie wacht auf, bis wir essen. Also bis das Essen fertig ist. So, das Essen ist fertig. Mein Reis ist jetzt auch fast durch. Da kommt gleich nur noch ein bisschen Butter drauf, damit das richtig gut riecht. Ich hatte jetzt leider nur Suppennudeln da, deswegen habe ich das mit Suppennudeln gemacht. Eigentlich kommen da diese anderen Dinger drauf. Ich werde jetzt hier drauf Küchenrolle legen, damit das das Wasser wegnimmt. Ja, und danach können wir gleich essen. Was hast du mit dem Baby gemacht? Wie das aussieht. Wir sind übrigens jetzt draußen, damit Lena ein bisschen auspowert. Sie ist um 18.30 Uhr aufgewacht erst. Ja, und hier haben wir ein bisschen Sonnenblumenkerne, Rostlöscher und Wasser. So, der Herr ist übrigens auch hier. Und er ist Checker weg wie immer. Hallo. Hallo. Das ist total windig geworden, voll schön. Abkühlend, aber unsere Wohnung ist immer noch so stickig. Ne? Guten Morgen, ihr Lieben. Oh, ich bin noch so müde. Ich habe wieder mein Kleid an. Ich muss mich auch gleich umziehen. Ich habe es jetzt schnell drüber gezogen, weil Lena hat Hunger. Ich werde jetzt was für sie vorbereiten. Oh, ja, Baba! Baba! Oh, Baba hat das hier vergessen. Der wollte es eigentlich mitnehmen. Ja, egal, dann trink du das. Baba! Ja, Baba hat das vergessen. Schatz. Ja, jetzt wollte ich was zu essen machen. Lena, was willst du essen annehmen? Baba, nee, Baba, Baba. Ja, Baba hat das vergessen. Ohne Kerne. Aber. So. Also momentan habe ich das Problem, zum Beispiel, ich kann nicht so viel frühstücken morgens. Ja, aber ich denke mal, wir machen jetzt Toast mit Kiri. Also. Auf was anderes habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust. You need to know. If you see me how I see you, it will show. I am waiting for a moment to tell you everything, but I didn't have the courage. I didn't do a thing. There was nobody around, nobody just me and you. I know we have got the courage to do the things we do. That sound, something is calling from on the ground. Hey, I didn't notice. Hey, I didn't notice. We're not slowing down. Something is calling from on the ground. So ihr Lieben, ich weiß, es sehr katastrophal aus. Ich muss das Schlafzimmer aufbauen, aber ich dachte mir, vorher werde ich jetzt erstmal bügeln. Die Bügelstation ist schon aufgestellt. Wohnzimmer und Küche ist komplett aufgeräumt und sauber. Jetzt geht's an die Wäsche. Boah, ich sehe echt tot aus, ne? Ich gehe gleich auf jeden Fall einmal unter die Dusche. Aber ich dachte mir, ich werde mich jetzt eh voll schwitzen, wenn ich jetzt in der Hitze bügel. Deswegen steht auch der Ventilator schon hier. Ja. Was muss, das muss, ne? Der Mann braucht Klamotten. Fertig. Oh, und ich bin kaputt. Ich muss jetzt erstmal 10 Minuten zur Ruhe kommen. Ich habe auch schon alles einsortiert. Ich bin Schminke verschmiert. Ja, und danach gehe ich auch duschen. Und ich wollte mit Lina eigentlich rausgehen. Ich
viel haben wir jetzt? 13 Uhr. Ja, das Wichtigste habe ich jetzt und später muss ich dann den Boden wischen, wenn er dann ihren Mittagsschlaf macht. Aber jetzt muss ich erstmal zur Ruhe kommen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen wollte. Also ich habe wirklich gebügelt und ich kann auch nicht mehr. Ich bin so kaputt. Es ist so warm. Ich habe jetzt gerade geduscht, habe mich schnell umgezogen. Also das ist momentan mein Lieblingskleid. Das ist so luftig, als ob ich nichts an hätte. Ja, Lina schläft schon seit 8 Uhr. Ich weiß nicht warum. Wir waren kurz auf dem Spielplatz. Und ja. Mutti ist jetzt auch kaputt. Ich muss nur noch ihre Spielzeuge aufräumen. Sonst habe ich nichts zu tun. Morgen wollten wir was mit Lina unternehmen. Wir wissen aber noch nicht was. Ja, übrigens haben wir jetzt wegen dem Auto wieder Bescheid bekommen, dass die Kupplung nicht mehr ganz gut ist. Und wenn wir die jetzt nicht machen lassen, dass es später teurer wird. Jetzt müssen wir noch 200 Euro drauf zahlen. Das heißt, wir sind bei 1800 Euro. Ja, jetzt können wir das Auto aber natürlich nicht mehr verkaufen, weil... also wir können jetzt doch nicht sagen, mach es nicht, weil er schon angefangen hat mit... Also wir haben ja schon ein Auto gekauft für 600 Euro. Oh Mann, richtig schlimm. Ja, also vom Schrottplatz, ne, wegen dem Motor. Der Motor wurde ja jetzt gewechselt. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, machen wir das lieber jetzt direkt mit, die Kupplung, anstatt dass das später noch teurer wird. Alles ein bisschen anstrengend und kompliziert. So, ich würde jetzt sagen, ich verabschiede mich von euch, räume hier noch Ninas Spielecke auf und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich übermorgen wieder. Bis zum nächsten Mal.